Und wie gewohnt haben wir am Montag die Feuerwehr Hamburg da. Genauer gesagt Herrn Dennis Diekmann. Hallo Herr Diekmann. Wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie wieder da sind. Es war ja auch tatsächlich einiges am Wochenende in Hamburg für die Feuerwehr Hamburg zu tun, richtig? Ja, tatsächlich. Wir haben am Wochenende von Freitag bis heute Morgen insgesamt knapp 3200 Einsätze zu bewältigen gehabt. Das betrifft immer das gesamte Spektrum, also sowohl den Rettungsdienst, den Brandschutz, die technische Hilfeleistung. Und es waren auch wieder sehr viele besondere Einsätze dabei, größere Einsätze. Also die Kolleginnen und Kollegen an den Feuer- und Rettungswachen hatten alle Hände voll zu tun. Was waren das denn für besondere Einsätze? Erzählen Sie gerne mehr. Ja, am Samstagabend nahmen die Einsätze ihren Lauf. In den Abendstunden gegen 20.44 Uhr meldete der Pilot eines Kleinflugzeuges technische Schwierigkeiten über Hamburg und meldete daraufhin eine bevorstehende Notlandung. Wir haben natürlich dann mit dem Alarmstichwort technische Hilfeleistung Flugunfall, weil wir tatsächlich von einem Flugunfall ausgehen mussten, viele, viele Kräfte in Bereitschaft gesetzt oder auf den Weg geschickt, um dort zu helfen. Das kennen wir natürlich alles vom Hamburger Flughafen. Auch dort unterstützen wir regelmäßig bei Notlandungen von Verkehrsflugzeugen die dortige Flughafenfeuerwehr. Das ist nichts Unbekanntes. Aber wie gesagt, mitten in der Stadt, das ist für uns auch nicht die Regel. Der Pilot ist dann am Reiherdamm in Hamburg-Steinwerder auf einer Freifläche gelandet, hat eine Notlandung eingeleitet, hat sich dann, während wir noch auf der Anfahrt waren, schon bei unserer Rettungsleitstelle gemeldet und hat gesagt, alles gut, Sie sind gelandet. Und wir sind dann trotzdem noch mit einem Aufgebot dorthin gefahren, haben uns das Ganze nochmal angeguckt, haben uns auch den Zustand des Piloten und seines Co-Piloten natürlich angeguckt. Die waren beide unverletzt, die Maschine war teilbeschädigt, aber mit ganz, ganz großem Glück ist hier nichts weiter passiert, sodass wir dann tatsächlich relativ untätig wieder abrücken können. Aber das ist uns in so einem Fall natürlich wesentlich lieber, als wenn wir dort vor Ort wirklich noch einschreiten müssen. Also viel, viel Glück gehabt. Ja. Dann ging es auch am Samstagabend weiter, in den späten Abendstunden 23:45 erreichte uns ein Notruf aus der Sternstraße im Stadtteil Sternschanze. Dort meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen piependen Heimwarnmelder in einer Wohnung und wahrnehmbaren Feuerschein. Das ist auch für uns ein relativ häufiger Einsatz, das erleben wir mehrmals täglich. Wir sind dann dort ganz normal mit einem Löschzug angerückt, haben dann bei der Erkundung festgestellt, dass dort ein Balkon in voller Ausdehnung brennt. Das haben wir sofort von außen gesehen. Bei der weiteren Erkundung, auch im rückwärtigen Bereich, haben wir festgestellt, dass das gesamte fünfte Obergeschoss eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses tatsächlich in Vollbrand stand. Dort standen Personen auf dem Balkon, die gerettet werden mussten. Wir hatten ein paar Probleme am Anfang auf die Rückseite zu kommen, mussten dort Bäume fällen, damit wir eine Drehleiter in Stellung bringen können. Also wirklich eine relativ dramatische Situation dort vor Ort. Das Feuer hat sich dann auch in den Dachbereich eines nebenstehenden Gebäudes weiter vorgearbeitet, sodass wir dann dort zwei Dachgeschosse tatsächlich in Vollbrand hatten. Am Anfang hieß es, dort ist ein Bewohner, eine Person wird in diesen Wohnungen vermisst. Da haben wir natürlich sofort eine Menschenrettung eingeleitet, also diverse Trupps unter Atemschutz in dieses Gebäude gegangen, haben die Person gesucht. Zu aller Dramatik ist dann dieser Bereich auch noch teileingestürzt des Dachgeschosses. Aber im Verlauf des Einsatzes hat sich ein Bewohner aus dem Urlaub gemeldet und wollte nach dem Zustand des Gebäudes fragen, sodass man davon ausgehen kann, dass es sich dort um die vermisste Person handelt. Das wird natürlich durch die Kollegen der Polizei weiterhin ermittelt. Wir haben dort einen massiven Löscheinsatz angefahren über Drehleitern im Innenangriff und konnten dann tatsächlich auch erst in den Morgenstunden des Sonntages das Feuer unter Kontrolle bringen. Letzte Nachlöscharbeiten zogen sich dann noch über viele, viele Stunden hin. Und im Endeffekt musste sich dann auch ein Baustatiker vor Ort dort das Gebäude angucken und feststellen, dass beide Gebäude tatsächlich unbewohnbar zum jetzigen Zeitpunkt sind. Wir haben in der Nacht selber noch 14 Personen, Anwohner dort betreut, die sich alle selber in Sicherheit bringen konnten. Also wir haben dort vor Ort glücklicherweise keine verletzten Personen zu beklagen. Das Wochenende beendete dann am Sonntag ebenfalls mit einem größeren Einsatz um 9:30 bzw. 10:30 am Abend sind wir nach Hamburg-Farms in Berne in den Buchner Weg gerufen worden. Dort ist es zu einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage aus bisher noch ungeklärter Ursache gekommen. Wir sind dann dort vor Ort eingetroffen und haben festgestellt, dass dort eine Wohnung brannte. Da hieß es auch sofort, dort ist noch eine Bewohnerin vermisst. Dementsprechend haben wir auch dort natürlich sofort eine Menschenrettung eingeleitet und konnten nach kurzem
kurzer Zeit eine Person, eine weibliche Person, bewusstlos aus dieser Wohnung retten, dem Rettungsdienst übergeben. Dort liefen dann natürlich notärztliche und rettungsdienstliche Maßnahmen und diese Person konnte in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert werden. Das Feuer selber, wie gesagt, es handelte sich dort um einen Wohnungsbrand, konnten wir relativ schnell dann in Angriff löschen, sodass man sagen kann, auch hier waren wir schnell vor Ort, ein erfolgreicher Einsatz und ja, ein bewegtes Wochenende liegt hinter uns. Ja, es war einiges los und bei Ihnen, bei der Feuerwehr Hamburg, ist dieses Jahr 2022 auch so einiges los, denn Sie feiern 150-jähriges Jubiläum und das soll natürlich groß gefeiert werden. Sie haben auch im August wieder einiges vor. Erzählen Sie mehr. Genau, zum Monatsbeginn gibt es den Überblick für den Monat sozusagen. Unsere Feierlichkeiten gehen weiter und zwar schon an diesem Mittwoch. Dort werden wir um 10 Uhr im Miniatur Wunderland in der Hafen City wird ein Diorama übergeben. Die Kollegen dort vor Ort vom Miniatur Wunderland haben ein Diorama gebaut mit alten, historischen und neuen Feuerwehrfahrzeugen der Feuerwehr Hamburg, das in das Stadtbild Knuffingen dort integriert wird. Das Ganze findet um 10 Uhr statt. Das heißt, dementsprechend wird für einen kurzen Moment auch die Ausstellung im Bereich dort ein bisschen eingeschränkt möglich sein. Aber nichtsdestotrotz eine ganz tolle Geschichte, die wir dann dort vor Ort jetzt auch den Rest des Jahres immer noch präsentieren können. Unsere Fahrzeuge nach allem, nach historischem und jetzigem Stand. Dann geht es weiter am 16. August. Das ist ein Dienstag. Das ist so ein bisschen so die letzten Tage der Sommerferien. Da findet traditionell auf dem Gelände der Akademie der Polizei in der Kalkonstraße in Alsterdorf der sogenannte Kinder-Hit-Tag statt. Das ist eine große Ferienaktion von Polizei und Feuerwehr. Dort werden wir auf einer Freifläche diverse Vorführungen, Übungen präsentieren, sowohl Feuerwehr als auch Polizei. Eine ganz, ganz tolle Aktion, wozu die traditionell jedes Jahr stattfindet, wozu wir natürlich dann auch alle Hamburger Schülerinnen und Schüler einladen. Weiter geht es dann am 20. August, das ist ein Samstag. Dort haben wir einen Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache Harburg im Großmoorbogen. Wir haben bereits im Juni einen Tag der offenen Tür am Berliner Tor abgehalten mit ganz, ganz großem Erfolg. Da knüpfen wir jetzt darauf dran an in Harburg und freuen uns auch dort auf umfangreiche Teilnahme aus der Bevölkerung. Eine Woche später, am 27.08., findet im Bereich des Cruise Center Altona, also in wunderbarer maritimer Lage, der Tag der Feuerwehr statt. Auch dort diverse Vorführungen, Übungen, Präsentationen von alter und neuer Technik, also alt im Sinne von historischer Technik. Dort zeigen wir Fahrzeuge. Dort gibt es einen Fitnesscheck, wo potenzielle Bewerber, die Interesse an der Arbeit als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau oder aber im Rettungsdienst haben, einfach mal ihre Fitness überprüfen können. Bin ich fit für den Einstellungstest? All das kann man da machen, sowie weitere Informationen natürlich über die Berufswege in die Feuerwehr. Und es findet auch noch ein großer Wettkampf, unser Toughest Firefighter Alive, das ist unsere Elite-Sporteinheit, sage ich einfach mal, statt. Das ist ein Vergleichswettkampf international, wo dann die härtesten Feuerwehrmänner der Welt gesucht werden. Zu allen Veranstaltungen freuen wir uns auf rege Teilnahme aller Hamburgerinnen und Hamburger. Und ja, wir freuen uns auf den Monat. Ja, Herr Diekmann, da ist doch für klein und groß für jeden was dabei. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie heute wieder da waren. Und wir sehen uns nächsten Montag in gewohnter Form wieder. Dankeschön.